begleite mich. Mit Anfeldung der Wahrheit. Warten! Ote conspecto hominum quale dilexit. Was siehst du da oben, Sünin? Was siehst du, alte Freundin? Diesen Wachen entgeht nichts. Thank you.
Hallo. Danke dir. So etwas kann ich immer gut gebrauchen. Pass gut auf dich auf da draußen. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Könnte dir gehören. Ja, bis zum nächsten. Nun muss ich gehen. Ich hörte, die Güldenspatz hatte mehr als nur Süßes und Gewürze aus Axum an Bord. Es hatte auch eine prächtige Halskette dabei. Dieser Hafen birgt versunkene Schätze? Ja, die Strömung ist zu stark, als dass wir das Wrack bergen könnten. Ich bin ein guter Dann bitte... Ich habe eine Kiste mit Schätzen, eine andere mit dieser Flaschenpost. Ich frage mich, ob die Nachricht noch lesbar ist. Eine Flaschenpost. Ah, nicht dumm. Hat einer... Überblicke das Land, Freundin. Eine Flaschenpost. Willst du statt Köpfen zur Abwechslung die I'm
Anker auf nach unten. Gab from the Savis! Ich muss sehen, was du siehst. Höre, Eivor braucht Männer. Dann bei Odin braucht Eivor mich. Wenn es soweit ist, werde ich bereitstehen. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Benedictus, non vive in ignorantie sue. Stando tu me. Itaque mutorumque Christi fidelium explentes. Qui sinistra tristis terram atque. Iuc vagabantur in certis sunt dies et noctes. In terra coram dominum. Huh.
Das ist übel. Hallo! Den Göttern sei Dank. Du hast mich befreit. Danke für deine Hilfe. Oh, aber... Was ist denn? Magst du Zank reden? Den Austausch von... Es liegt... Dann fordere ich... Inwiefern? Für dies Messen im Versmaß, der Zweck sei verkehrt. Wir wollen nicht uns beleidigen, wir schätzen uns wert. Willst du also, ob sie... Ein... Wie liebreizend. Hier ist mein Einsatz. Ich kann es kaum fassen. Wie hübsch kann man sein? Nun, die Schönste bist du, elegant und sehr fein. Sehr gut. Ich war ganz aus dem Häuschen, als ich dich nur sah. Deine Anmut ist groß, solche Wohlgestalt rar. Wirklich wundervoll. Du hast große Begabung für Vers und für Reim. Und durch mein Gegenüber könnt's schöner nicht sein. Ein Naturtalent. Dieser Abtausch von Worten war mir sehr... Solch gekonntes Geraten... Es war mir eine... Oh.
Seite. Los, Sehnen. Diese Männer Gottes, behangen mit Gold und Silber. Man könnte beim Anblick erblinden. Und wir sind blind. Plenius war unser einziger König. Er sah klar und kämpfte an Artorius Seite. Seitdem sind wir blind.
umsonst ist das ja natürlich nicht. Hier, schau. Hier nicht blicken lassen. Augenblick mal! Hier kommt Big Feet Vollgeburt! Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Sie wurde wohl verriegelt. Teuer! Verdammtes Feuer!
bist du?
Hilf mir, sei mein Haus. Meine Finger unversehrt. Noch nie sah ich eine Nonne solch ein Instrument spielen. Ich erlernte die Talharpe in der Kirche, verdiente damit. Wir hießen die Freudleut, die besten Barden in ganz Lunden. Und doch, das ist vorbei. Der Herr verlangte meine Rückkehr zur Herde. Ich flehte Üsserne an. Lieder und Würfel führten sie auf den falschen Pfad. All meine Geldsorgen kommen durch ihre Gier. Du hast Schulden, meinst du? Genug, dass du... Deutest du an, ich versteckte mich hinter diesem Gewand vor jenen, die mein Instrument für läppische 50 Stück Silber zerbrechen würden? 50 Stück Silber kann ich übernehmen, aber dafür will ich die Freude... Ach, du bist in Versuchung gehüllte Erlösung, Fremdling. Ich vermisse die... finde. Diese Statue ist so zerbrechlich wie der Rest meiner Sammlung und kostet mehr als dieses Erdloch. Ich habe einen Freund, der diesen kleinen Römer braucht, den du hast.
Osbjord aus Lund. Ich habe eine Vermutung, wer dein Freund ist. Und nein, Osbjord bekommt so etwas Feines nicht in seine fettigen Bauernhände. Osbjord? Wie köstlich. Ja, Osbjord. Ein passender Name für einen Versager. Wenn er sie will, kostet es ihn das Gewicht einer Kuh in Silber. Ich gebe dir das verdammte Silber. Oh, das ist... Danke. Nun, das ist doch richtig so. Du kannst den Legionär haben. Ich muss das zu Osbjord bringen. Seit deinem letzten Besuch sind wieder neue auf. Jemand wird vermisst und wir haben den Auftrag. Gut.
Dieser Ort wird gut bewacht. Das ist alle. Wie ist das Wasser? Hier nicht erwischt werden. Sein Ende naht! Er wird uns den Sieg bringen!
Schnell durch! Wir schaffen das! Yeah.
miault ihr? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Dieses seltsame Instrument aus einer Blase und Knochen? Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerät. Ein hehres Anliegen. Vielleicht du würdest... Diese Messklänge! Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Musik ist der Darmwind des Teufels! Ranzig und faul! Bischof der Ruinen? Nein, von Gott selbst! Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine pisste. Da bin ich aber anderer. Nächstes Stück! Dienste geleistet. Darüber werde ich ein Lied schreiben. Leb wohl. Möget ihr weiter holdes Lied essen. Hip, hip, hurra! Alles ist wunderbar. Rango, du hast mir einen Gefallen getan, danke. Hm?
Danke. Danke.
gesehen werde, gibt es Ärger. Meine Preise sind sehr gerecht. Du hast deine Äpfel. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht. Was macht sie so besonders? Oh, das sehe ich anders. Weißt Bauer Hammel. Ja, meine Freunde sind. Ach, wäre mein Rücken doch nicht voller Knoten wie eine alte Eiche. Valde in regno dei gypsi Pharaoni. Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben. Sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr für euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Oh. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gudlak niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Da wären wir, unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Oh, Bruder Holtwurf. Du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist. Gracia meta mihi mundus est satis raro sedatei. Sint fiorum amorare. Paradiso voluntatis ut stimulum calcitrare. Als die Fehler, die ich hierher fallen. Ja! Ja!
Sie mal nach.
hast ein Auge für hohe Güte. Oh, sieh nur, wie mächtig es nun ist. Das kann ich dir besorgen, klar. Jetzt siehst du. Ich muss gehen. Mögen sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Immer schön. Hast du... Dieser... Was bitte? Ich habe etwas Neues für dich. Was kann... Hast du alles? Vielleicht. Du tust mir einen großen Gefallen. Fertig? Grüß Petra, wenn du sie triffst. Octavian? Hm? Maximilian lässt dich... Was? Er gab ihn... Wer nicht fragt, wird nicht belogen. Ich hoffe nur, die Statue... Oh, danke. Die Durki, frohe Mini.
Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Los! Sie für mich sühnen. Schall ist versiegelt! So man uns für würdig erachtet, werden wir uns bei Ragnarök wiedersehen.
ist nur ein Augenblick. Niemand wird sich seines erinnern. Niemand. Nicht deines Namens, nicht des meinen. Das Ende bleibt gleich. Plagt dich etwa Reue? Nur, dass ich gegen so etwas wie dich verloren habe. Du stinkst nach verblassendem Ruhm.
sollte ich vorsichtig sein. It's time.
Strecke deine Flügel, Sühnen.